So, und jetzt gibt es hier einmal einen Cut und ihr habt nichts davon bemerkt. Ich hoffe, diesmal ist keine Fliege hinten dran, ne? Beziehungsweise auf der Linse. Linse. Jetzt kriege ich voll den Sprachfehler, ey. Ja, und zwar möchte ich heute mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Ich habe ja 2018 schon mal so ein bisschen probiert, ob euch vielleicht mal ein bisschen anderer Motovlog. Mein Gott, was ist denn heute los mit der Sprache, Alter? Jetzt kommt mal klar hier. Also, 2018 habe ich mal angefangen, einen Film zu reviewen. Und ja, das ist, glaube ich, nicht so ganz angekommen mit 300 Views oder so. Aber mir persönlich hat Spaß gemacht und genau deswegen mache ich das jetzt auch weiter. Also da müsst ihr jetzt durch. Und zwar möchte ich die neue Serie nennen Kultfilme, die sonst keiner kennt. Oder die, nee, Kultfilme, die keiner mehr kennt. Genau, das wird die Abkürzung dafür sein. Denn ich habe mit so ein paar Leuten gesprochen, die mittlerweile erst nach der Jahrtausendwende geboren worden sind. Man mag es kaum glauben. Und die haben tatsächlich so ein paar Klassiker einfach gar nicht gesehen. Die kennen es gar nicht. Und genau deswegen möchte ich heute mit einem ultimativen Klassiker anfangen, darüber zu sprechen oder zu reviewen oder wie auch immer man das nennen möchte. Und zwar soll es heute um den Fight Club gehen. Das war eigentlich ein Film, der mich damals, vielleicht 99 ist der herausgekommen und ich war zu der Zeit gerade in der Bundeswehr. Ich glaube 2000 oder sowas ist der in die deutschen Kinos gekommen. Und ja, wie gesagt, zu der Zeit war ich gerade in der deutschen Bundeswehr und da war so ein verrückter Koch namens Bernardo. Ja, eine ganz andere Geschichte und, oh Gott, jetzt grüße ich schon Dreiräder. Naja, jedenfalls war Bernardo ein außerordentlich gut begabter Koch. Das Problem war einfach nur, dass er nicht in die Bundeswehr gepasst hat, weil er auch ein ziemlich krasser Kiffer war und sehr viele Drogen genommen hatte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mich irgendwann auf einen Abend oder so darauf gebracht, wir müssen unbedingt ins Kino gehen, weil er hat sich einen Film schon 10-mal angeguckt oder so und wird immer wieder geflasht von diesem Film. Und zu dem Zeitpunkt wollte er sich das einfach dann noch ein 11. Mal angucken. Und ich bin halt mit ihm ins Kino gegangen, damals in Rendsburg und also ich muss sagen, ich bin bei der Hälfte des Films eingeschlafen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob es an dem Alkohol lag. Aber ich fand den Film zum allerersten Mal, wo ich den zum allerersten Mal gesehen habe, extrem langweilig. Und er meinte so, nein, das geht nicht. Wir müssen da nochmal rein. Weil du hast ja den eigentlichen Sinn des Films hast du ja gar nicht verstanden, wenn du ihn nicht bis zum Ende geguckt hast. Und genau so ist es auch. Also ihr müsst unbedingt diesen Film zum Ende gucken. Weil wenn ihr nur die ersten 15 Minuten oder 30 Minuten oder nur 80% von dem Film guckt, dann hat es halt nicht so eine krasse Wirkung auf euch. So, und jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich über den Film spreche, ohne dass ich zu viel spoilere. Spoilere? Oder Spoiler? Ja. Naja, ihr wisst, was ich meine. Also im Wesentlichen geht es darum, dass es da einen, den Erzähler, glaube ich, nennt man den im Drehbuch, dass der Erzähler quasi seine kleine Lebensgeschichte erzählt und der steckt halt in einer großen Lebenskrise, so wie viele in dem Alter, so um die 30 rum. Zumindest damals war es so, dass er die Lifestyle-Obsession lebt und ja, von Ikea sämtliche Sachen haben muss und dass er von seinem Besitz besessen ist. Und je mehr Dinge man besitzt, desto mehr besitzen sie dich. Das ist auch ein Zitat aus dem Fight Club. Und ja, der Film regt äußerst zum Nachdenken an, weil der eigentlich genau das widerspiegelt, was so in unserer Gesellschaft nicht nur aktuell, sondern auch damals extrem falsch läuft und gelaufen ist. Und Brad Pitt spielt, oh, jetzt muss ich ein bisschen leiser sein. Und Brad Pitt spielt seinen Gegenpart. Und es gibt halt nochmal bis zum Ende des Films nochmal eine richtig krasse Wendung. Und ich würde euch jetzt auch bitten, in den Kommentaren das nicht zu schreiben, weil die Leute, die den Film tatsächlich noch nie gesehen haben und sich den zum allerersten Mal ansehen, die sollen unvoreingenommen diesen Film sehen. Und ich würde euch bitten, euch selber nicht zu spoilern, weil es, wie gesagt, einer der größten Filme aller Zeiten ist, meiner Meinung nach. Denn er spiegelt halt das Leben so aus der Zeit wieder, dass es alles nur gestylte Püppchen sind, die da rumrennen. Und heute ist es eigentlich noch viel schlimmer, finde ich.
Denn heute geht es noch viel mehr um Lifestyle, die ganzen Instagram-Typen und die, es geht eigentlich nur noch um Follower und Abonnenten und Klicks und blibla blub und um Geld und Aufmerksamkeit. Und teilweise gibt es ja auf TikTok Sachen, die, ja, da werden Tiere gequält und die kriegen noch nicht mal Geld dafür oder nehmen noch nicht mal Geld ein. Die machen es einfach nur, weil es ihnen Spaß macht und weiß ich nicht. Ich könnte jetzt noch stundenlang darüber erzählen, was hier gerade in der Welt scheiße läuft, aber, oder in den sozialen Medien. Und der Film spiegelt es, wie gesagt, relativ gut wider, dass es ein, zwei Leute gibt, die einfach die Schnauze voll haben und dann diesen Fight Club aufmachen. Ja, und im Großen und Ganzen möchte ich euch nicht mehr spoilern, einfach aus dem Grund, weil ihr das unvoreingenommen selber sehen solltet. Und ich glaube, ja, damit starten wir die Serie. Denn, ja, ich würde den tatsächlich, weiß nicht, würde ich ihn als bester Film aller Zeiten beschreiben? Weiß ich nicht. Schwierige Wahl, aber wenn ihr irgendeinen Tag frei habt, zieht euch nicht mit Alkohol vor, also trägt nicht zu viel Alkohol, ihr müsst auf jeden Fall nachdenken. Und was passieren wird, ihr werdet den Film wahrscheinlich zwei oder dreimal sehen müssen, um alles zu verstehen. Denn es gibt auch so ein paar Sachen, die man tatsächlich erst nach dem zweiten oder dritten Mal versteht und auch überhaupt bemerkt teilweise. Und ja, es ist wie gesagt ein sehr interessanter Film, also schaut ihn euch an und dankt mir später dafür. Und ich hoffe, dass euch die Serie hier so ein bisschen gefällt. Falls ja, dann könnt ihr ja mal einen Daumen nach oben lassen und unten in die Kommentare schreiben, später, wie euch der Film so gefallen hat. Ja, und dann sage ich einfach mal Ciao mit V, Rinnehauen. Ich glaube, mir ist gerade ein Vieh in den Helm geflogen. Das fühlt sich auf jeden Fall so ein bisschen an. Scheiße, das ist nicht gut. Nicht gut ist das, ne? Ich bin fick und fertig, das ist absolut nicht gut, doch. Jetzt muss ich einfach mal anhalten und einmal den Helm abnehmen, ja. So eine Scheiße, doch.